Also ich bin eher, warte, ich bin CR7. Aber lieber Karriere wie CR7 oder Weltmeister? Bruder, ich würde einfach nur dieses Sixpack von CR7 haben. Ja, das wäre anders. Hast du auch? Ja. Hast du wirklich? Nein. Was? Was geht ab? Mein Name ist Joey Malik und wir sind heute hier im Format Er ist kluger Junge, Ortel versus Nadim Amiri. Wie geht's dir eigentlich, Alter? Ist klar? Dankeschön. Stark. Also es geht halt um so ein paar Quizfragen. Das heißt, es werden so Schätzfragen sein etc. Und es geht bis 5. Und es kann auch sein, dass wir Unentschieden haben. Ich sag euch ehrlich, der macht mir ein bisschen Angst, deswegen gucken, was passiert. Und der Gewinner kriegt, wie sollen wir machen eigentlich? Also es wird für eine gemeinnützige Organisation gespendet. Der Gewinner entscheidet für welche. Was sollen wir, Taui? 1203? Was ist jetzt diese da was? Guck mal, wir machen 2,5. Guck mal, ich brauch aus Prinzip 3. 3,5. Holla, 5. Okay. Die machen wir so. Okay, der Gewinner entscheidet also, wo 5.000 Euro hingehen für eine gemeinnützige Organisation. Und ich würde mal sagen, gucken, was passiert. Kategorie Allgemeinwissen. Welcher Planet in unserem Sonnensystem wird auch roter Planet genannt? Wohin? Weißt du? Tu jetzt nicht, der macht diese, ich weiß, es war einmal Venus und dann gab es Jupiter und dann roter Planet. Kennst du diese roten Cousinen? Ich hab. Umdrehen. Mars, richtig. Du hast doch gar nicht Venus nur gesagt. Ja, hab ich einfach geschrieben. Denkst du, gibt die Antwort oder was? Hast du Sonnensystem gelernt in Schule? Noch nie. Man kennt sich alle. Ich bin sehr dankbar, dass ich Fußballer geworden bin. Ey, du weißt schon, dass wir Ausländer sind. Bei uns nee, aber das kannst du sicher besser. Sprichwörter. Ja. Ihr Comedy-Typen, ihr seid da sehr, sehr schlau. Bruder, ich kenne nur ein Sprichwort. Die Straße redet nicht und der Mund kämpft nicht, Bruder. Was anderes kennen wir nicht. Vervollständige folgendes Sprichwort. Lieber den Spatz in der Hand. Was für ein Spatz? Was? Lieber den Spatz in der Hand. Spatz. Spatz. Kennst du Spatz? Das hat mich schon meine Frau so eine Spatzi genannt. Ich schreib jetzt einfach was hin. Schreib mal. Ich bin auf deine Antwort gespannt. Seid ihr ehrlich schon gespannt. Lies du nochmal vor? Lieber den Spatz in der Hand. Aber den Dollar in der Tasche. Als den Ball am Fuß. Nadim ist zumindest näher dran. Und wir würden ihm deshalb gerne einen halben Punkt geben. Die Lösung ist, als die Taube auf dem Dach. Ah, ich hab vergessen. Was für eine Taube? Die, wo hier auf dem Dach sitzt. Also krieg ich einen halben? Ja, 0,5:1. Dankeschön. Fußballer-Bonus, Alter. Wenn du Restaurant gehst, ist voll, du kriegst trotzdem Platz. Ich, Penner, muss draußen warten. Ich kenn das, ich hab reserviert. Ich sag, ich hab reserviert. Der sagt, nein, nein, du hast nicht reserviert. Ich so, da steht mein Name. Kennst du so eine Liste? Du guckst rein. Da steht doch mein Name. Nee, der sagt, bist du nein, nicht. Nein, das bist du nicht. Du bist in einem Wettrennen. Du überholst den Läufer auf Platz 2. Auf welchem Platz befindest du dich jetzt? Ernst? Auf 1 oder nicht? Ihr seid Maschinen. Beide richtig. Bruder, denkst du, ich hatte noch nicht Sportunterricht, nur weil du Fußballer warst und nicht fährst? Fest? 2014 ist Deutschland Weltmeister geworden. Wer war alles im Kader? Bitte antworte der Reihe nach, immer mit einem Namen. Fang an. Warum darf der Entscheidung? Okay, ich fang an. Fangst du an? Ja. Neuer. Philipp Lahm. Mats Hummels. Ich geh grad von Innenverteidigung nach vorne. Kennst du so? Ich hab diese von FIFA so. Torwart, dann da. Thomas Müller. Sami Khedira. War der noch da? Mhm. Finale ausgefallen. Ja, wegen Kramer. Wo der so. Diese Kopf. Richtig. Der Arme, ja, der tat mir leid. Jerome Boateng. Warte, ey, ist das Spaß beiseite? Das ist gerade voll schwer. Oh. Das ist so ein Arschloch, ne? Ter Stegen. Weißt du, wer im Kader war? Ron-Robert Zieler? Ja, von Hannover 96. Aber du kannst sagen, Ron-Robert Zieler ist Weltmeister, aber CR7 nicht so. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Wenn wir Fakten reden. Recht, ja. Aber, also ich bin eher, warte, ich bin CR7. Aber lieber Karriere wie CR7 oder Weltmeister? Bruder, ich würde einfach nur dieses Sixpack von CR7 haben. Ja, das wäre anders. Das ist krass, ne? Ja. Man kann echt einfach Klamotten so sagen. Ja. Hast du auch? Ja. Hast du wirklich? Nein. Was?
Richtig oder falsch, der Panama-Kanal fließt nicht durch Panama, sondern durch Guatemala. Wie lange habe ich denn Zeit? Ja. Das ist natürlich falsch. Und damit liegt ihr beide richtig. Ach so, ich dachte schon, ich habe falsche Antworten gegeben. Nein, ich dachte, ich habe gewonnen. Ich habe auch falsch. Ja, ich dachte, das ist natürlich falsch. Das ist die richtige Fangfrage. Es ist richtig, dass ihr falsch geschrieben habt. Ja, danke. Dirk Nowitzki ist der erfolgreichste deutsche Basketballer in der NBA. Wie viele Punkte hat er als aktiver Spieler erzielt? In der ganzen Karriere. Gibt's aber auch nicht so ein bisschen, dass du sagst, so oder so? Also sind auf jeden Fall nicht 20. Problem ist, dass ich halt gar kein Basketballer kann, so Punkte null einschätzen kann. Die Frage ist, wie viele Spiele haben die so im Jahr? Ja, aber wie viel macht der auch pro Spiel? Kennst du so eine Spiel? Ja, da kannst du ja immer so, ich würde mal so Pi mal Nase 20, 30 sagen. Pro Spiel? Ja. Guck mal, ich mach Rechnen. Tu nicht so, als ob du die Antwort kennst. Ich hab grad Angst, dass ich übertreibe oder untertreibe. Also ich weiß, dass Kareem Abdul-Jabbar von LeBron James jetzt vor kurzem abgelöst wurde. Wie viel hat LeBron gemacht? 25.000. Und das war Rekord? Das war Rekord, all-time high. Okay, weil ich hätte jetzt komplett übertrieben mit 50. Was hättest du gesagt? 40.000. Aber ich weiß jetzt. Okay. Hey, ich darf doch sehen. Was für ist deine so? Ja, hier. Er hat 31.560 Punkte. Nein! Aber ich hab gewonnen. Das ist mir scheiße hier. Alter, wieso mach ich die 40, Mann? Aber ey, wie viel, Alter? Krank. Du gehst jetzt mit 4 zu 3,5 in Führung. Ich geh in Führung. Für Matchball oder was? Gegen welches Bundesliga-Team hat Nadim Amiri sein zweites Bundesliga-Tor geschossen? Das war's von mir, Alter. Wo soll ich denn das jetzt wissen? Dein zweites Tor. Wie lange spielst du schon? 8 Jahre. Seit wann in der Bundesliga? Ich muss jetzt kurz. 2015. Für Hoffenheim. Hoffenheim 7 Jahre und dann jetzt 5. Jahr Leverkusen. Okay. Problem ist, dass ich gerade selbst weiß, gegen wen ich getroffen habe, das zweite. Wenn du das wirklich, wenn du wirklich genau weißt, du hast jetzt recht, ich schwöre hier, Essen auf meinen Nacken, wo du willst. Bruder, rate einfach. Nein, wo du Schreib willst. Schreib irgendeine Mannschaft. Ich gebe dir einen Tipp. Die sind heute immer noch in der Bundesliga. Okay, das ist schon mal. Stell dir vor, der macht jetzt richtige Antwort. Ich hab eh schon geschrieben. Joey hat Bremen geschrieben und Nadim Mainz. Und Nadim hat natürlich recht. Ja, gegen Lovos Karius. Mein Herz. Es steht 4,5 zu 4, ne? Machen wir 4-4, okay? Nein, bleib bei 4,5. Nimm diese 0,5, brauchst du nicht. Hast du dir verdient. Aber kennt ihr das? Also merkt man sowas nicht eigentlich? Ja, eigentlich schon. Also ich habe jedes Tor, jede Vorlage in meinem Kopf. Wie fühlt sich das eigentlich an, so ein Tor? Oh mein Gott. Ehrlich? Ja, gibt's kein Gefühl, sowas? Nichts auf der Welt ist besser. Familie und so raus. Okay. Fußball, wenn du Tor schießt, so volle Start und alle rufen deinen Namen. So bestimmt Champions League-Finale, so 90. Minute Nachspielzeit. Weltfern. Adrenalin. Schön auf der Welt. Welcher deutsche Comedian hält den Rekord für die meisten Zuschauer bei einer Comedy-Show? Bruder, ich weiß aus Ärmel. Aus, guck mal, hier, fällt hier raus. So. Boah, ich hab eine Frage. War er deutsch? Ist doch egal, ob der deutsch war oder nicht. Weil ich hab einen Namen in meinem Kopf, aber mir fällt sein Name nicht mehr ein. Aber okay, hat der blonde Haare gehabt? Guck mal, ich lass dir alle Zeit der Welt, mein Echi. Wie ist der nochmal, ja? Mach, ich warte, bis der fällt. Der hat alle Zeit der Welt. Er hätte doch hier noch diese Bart so. Das war gar kein so schlechter Gedanke. Hey! Ich habe nur seinen Namen vergessen, wirklich. Das war unfair, egal. Der ist sogar Olympiastadion aufgetreten. Der hat dreimal hintereinander Olympiastadion ausverkauft, 50.000. Aber Bruder, habe ich nicht recht, jetzt ohne Spaß. Guck mal, du bist Comedy-Schiene drin. Und ich habe schon alles gesagt, außer sein Name. Aber sogar Olympiastadion habe ich richtig gesagt. Aber ich habe auch alles gesagt, außer jetzt. Ich habe auch Testing gesagt. Aber der war nicht dabei. Ja, ich kann noch jetzt dabei sein. Nein, komm. Hast du den? Okay, wir machen. Hast du deinen Namen aufgeschrieben? Dann machen wir Unentschieden. Ich hab seinen Namen nicht. Aber ich hab doch alles andere gerade gesagt. Ja, okay, wir machen Unentschieden. 5-5. Super. Aber korrekt, weißt du, wer es war? Sag, Mario Barth. Deswegen ja. Barth. Deswegen sagt er, Mario Barth, dreimal Olympiastadion hintereinander 50.000.
wie ihr gesehen habt, waren die eher gegen mich. Deswegen sind wir bei einem Unentschieden angekommen mit 5-5. Das war das Format Er ist kluger Junge, Ortel vs. Nadim Amiri. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace. Und das war Rekord. Das war Rekord. All-time high. Okay, weil Chat jetzt komplett übertrieben ist. Was hast du gesagt? 40.000. Aber ich weiß jetzt nicht.